Hallöle, ihr lieben Spezialisten, es ist schon wieder Wochenende und ich mache eine Gegenüberstellung für die kommenden 72 Stunden. Schauen wir mal, wie die Tendenzen so sein werden hier im Spezialistenbereich. Und wie immer guckst du, was du für dich mitnehmen möchtest und was nicht. Um was geht es in den nächsten 72 Stunden hier im Mitgliederbereich? Wo stehst du innerhalb deines Seelenliebe-Prozesses? Du vertraust auf die höhere Macht, weil du hast den Eindruck vielleicht, ich habe hier sämtliche Register gezogen, ich habe hier alles getan, was in meiner Macht gestanden hat. Ich weiß nicht mehr, was ich noch tun kann. Es fühlt sich so an, als wäre die gegenüberliegende Seite irgendwo auf einem anderen Planeten unterwegs. Da kann ich nur das Universum bitten, dass auf der anderen Seite Einsichten kommen. Wo steht er denn? Der Fred vom Jupiter. Wir haben einmal die Karte der Sprung ins Ungewisse und die Flexibilität. Und daran hat er auf jeden Fall gearbeitet. So wie es gerade aussieht, fällt ihm das aber immer noch schwer, flexibel zu sein, umzudenken, bekannte Pfade zu verlassen, Dinge zu tun, wo er vielleicht nicht weiß, was er tut, wie er es tun soll. Aber Otto ist grundsätzlich kein Mensch, der nicht die Komfortzone verlassen kann. Das werden wir sehen, in welchen Energien er steckt. Das sind auf jeden Fall gerade seine Themen. Ich empfinde ihn gerade als ein wenig starr, als ein wenig in die Richtung denkend, es gibt nur schwarz oder weiß und dazwischen gibt es nicht viel. Ja, und er weiß, wenn sich hier was verändern soll, an seinen äußeren Umständen, die gerade zur Zeit in den meisten Fällen nicht besonders gut sind, dann darf er die Herzchen fliegen lassen und mal ein bisschen hüpfen in eine Richtung, ja, wo er nicht weiß, wo er nicht genau wissen kann, auf was er sich da einlässt. Ob er es tut, werden es sehen. Die Karten sind ja schön in der letzten Zeit soweit. Es dürfen Taten folgen. Und ich glaube, daran sind wir aber auch nicht ganz unbeteiligt. Habe ich ja gestern gesagt, die höhere Macht, ja, darauf darf vertraut werden. Aber wir dürfen, wenn wir wirklich an diese Liebe glauben, auch dem Gegenüber vertrauen, dass es die Macht und die Stärke hat, Dinge verändern zu können, wenn er denn will. Wenn ich an ihn glaube, ist die Motivation für ihn auch nicht so besonders, weil er spürt ja, was du denkst. Das ist halt so. In deiner Energie sehen wir Folgendes. Es ist mir zu anstrengend. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und ständig kriege ich irgendetwas in mein System geschleudert. Ständig kriege ich irgendetwas gespiegelt, was mir einfach nicht wirklich Spaß macht. Das bremst mich aus. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, auch eine Einstellung. Dann ruhe ich aus, dann mache Urlaub von der Geschichte. Die meisten sind ja eh gerade im Rückzug. Und er arbeitet, 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 aber nicht alleine, sondern mit einer Gemeinschaft, der versucht, die Dinge so zu gestalten, dass er was aufbauen kann. Wo er früher immer nur allein gekämpft hat, hat er sich jetzt Kameradschaft geholt, welche Art und Weise auch immer, sodass er seine Aufgaben leichter bewältigen kann. Heißt, du stehst am folgenden Punkt. Ich kann nicht mehr, aber wenn du nicht bei mir bist, dann fehlt mir ein Stück. Ja, das ist so. Aber du könntest es auch umdenken und sagen, schön, dass ich ihn kennengelernt habe, weil ich habe meinen zweiten Seelenanteil gefunden. Also gibt es die Chance, dass ich komplett werde. Die Sehnsucht macht mich verrückt, die Einsamkeit stimmt mich traurig, ich muss mich da rausholen. Ja, das wäre gut. Es wäre natürlich schön, wenn du da so eine starke Schulter hättest, die dir auch mal zuhört. Wenn er aber so stark noch nicht ist oder gerade halt eben seine Energie benutzen muss, um seine Aufgaben zu bewältigen, dann nützt es dir nicht viel, auf den Mangel zu gucken. Dann ist es zwar anstrengend, ne, diese Stäbe alle von sich zu werfen,
Aber wenn dir das gelingt, dann wird wieder ein bisschen mehr Leidenschaft in dir losgetrampelt und damit geht es dir dann deutlich besser. Was sagt er? Er sagt, ist ziemlich ruhig hier um uns, aber vielleicht muss das gerade so sein. Ich weiß, dass es dir vielleicht wehtut, aber nur in dieser Ruhephase können wir uns Gedanken machen, wie es denn weitergeht. Sei bitte nicht traurig, das ist nicht für immer. Ich ziehe mich ein bisschen zurück, weil ich mich finden muss. Wenn jemand nicht weiß, was er will, in welche Richtung er möchte, da hast du ja nur so ein Fähnchen im Wind an deiner Seite und auf Dauer wird dich das auch nicht unbedingt glücklich machen. Von daher ruh dich aus, tu was gegen deine Einsamkeit. Es gibt auch noch andere Menschen auf der Welt, mit denen man sich zusammentun kann. Such dir Dinge, die dir Freude bereiten. Mehr kann man in dem Moment nicht tun, sich da in den Sog ziehen zu lassen. Ja, da das ist ja nicht unbedingt angenehm. Auch wenn das natürlich nicht ganz so viel Energie kostet, wie wieder auf seine Füße zu springen. Dafür muss man sich erstmal pushen, aber ist dieser Schubser getan, dann ist es meistens auch getan. Also ich fühle mich immer lieber gut als schlecht. Ein Kärtchen noch und dann mache ich ein Spoilerchen. Du bist doch die Königin des Lichts. Dann fang wieder an zu scheinen und feiere dein Leben, so wie es dir gefällt. Manche engen sich auch wirklich sehr, sehr ein. Habe ich heute Morgen ein Gespräch gehabt und da musste ich an meine Freundin denken, die Veganerin ist, was die sich für einen Stress beim Einkaufen macht, wo ich in 20 Minuten durch bin, muss sie jedes Schildchen lesen, ob da nicht doch irgendwo Gelatine drin verarbeitet ist oder. Erzählt mir ganz oft, boah, ich hätte noch mal so richtig Bock auf einen Burger, auf einen richtigen Burger. Verbietet sich das aber. Kann man so machen, wenn da eine tiefe Überzeugung hintersteckt. Bei ihr habe ich eher das Empfinden, es ist so ein bisschen modern. Kann man so machen, aber legt man sich durch solche Fesseln nicht wirklich selbst an die Kette und verhindert, das Leben zu genießen. Wenn es einem Spaß macht, ne, da gibt es kein richtig und kein falsch, aber schau mal, wo du dir dein Feiern, dein Ich genieße mein Leben vielleicht selbst ein bisschen verbietest. Und Otto? Übers Wochenende so. Wo du hier the Queen of the Light bist, hat er the Shadow Queen. Also er ist auch jemand, der das bestens kennt, so eine Drama Queen zu sein und hängt gerade ein bisschen in so einem Schwebezustand, die Unsicherheit regiert. Er sucht nach Lösungen. Setzt sich dann, glaube ich, aber auch mit dem Universum in Verbindung, sucht aber auch natürlich nach deinem Licht, wenn das ausgeknipst ist gerade. Wo soll er denn dann hin? Ja, wo muss ich denn hin? Ja, und er ist auch jemand, der sich, man soll es nicht glauben, von manchen Menschen leicht manipulieren lässt, erst recht, wenn es um das Thema Familie geht. Er merkt das subtil, aber meistens erst hinterher. Und wir haben aber hier mit den Sisters of the Seasons, mit den Geschwistern der Jahreszeit, irgendwie gerade so einen Zyklus zwischen, der dazugehört, der das Wachstum vorbereitet. Es ist Herbst, es ist windig, es ist kalt, es ist, die Blätter werden vom Baum geweht. Das entspricht alles einer göttlichen Ordnung. Und deshalb darf er hier auch nochmal in seinen Schatten graben gehen, damit hier aufgeräumt werden kann, weil alles ist ja noch nicht vom Tisch, sonst wären wir ja alle schon zu Hause. Und gucken wir doch jetzt mal, was das Wochenende so bringt. Für dich Heilung. Inneres Kind, das ist noch immer knatschig hier und da.
Und du darfst es mal fest in den Arm nehmen. Wie gesagt, ich habe da gestern eine schöne Meditation gefunden. Vorgestern war das, ich glaube, von Neo Wake. Ich weiß aber nicht mehr genau. Da ging es um das innere Kind und wie du dich selbst in den Arm nimmst. Also du siehst dich über die Wiese laufen als kleines Kind. Und ich hatte da ganz schnell ganz konkrete Bilder zu. Und dieses Kind läuft auf dich selber zu und nimmt dich in den Arm. Und dann wirst du irgendwo schon ganz anders in den Tag starten. Mir ist das auf jeden Fall so gegangen. Also beschäftige dich am Wochenende gern nochmal mit der inneren Kindheilung. Wenn du da an den Punkt nicht kommst, kann ich gern behilflich sein. Da sagen die Karten immer gerne was. Er hat jetzt hier mal wieder die Litanei. Moment. Ein Sturm zieht auf und zwar gänzlich unerwartet. Hast schon wieder einer. Altes Karma kommt da mal an die Oberfläche, wo er aber mit der Wahrheit um die Ecke kommt. Es gibt irgendetwas, das hat er dir noch nicht erzählt und er weiß, dass er diese Wahrheit zum Ausdruck bringen darf. Er träumt viel, er bekommt Botschaften, vielleicht denkt er auch über Botschaften von dir nach oder wünscht sich die. Und wir haben die Divine Time, also es geht gerade um eine göttliche Zeit, die genauso sein muss und wo es darum geht, einfach im Vertrauen zu bleiben. Das hatte ich ja nun gestern auch am Tisch liegen. Ja, dann lass mal schauen. Für dich nehme ich meine Karten, für ihn dieses Mischmasch-Gedöns hier. Das innere Kind. Um was geht es denn jetzt hier am Wochenende? Und er spiegelt dir ja deine Themen immer. Genauso wie du ihm seine Themen spiegelst. Passiert ja, ob man will oder nicht, hier bleiben. Wo legst du dich an die Kette? Ich sagte es ja mit den Überschriften schon. Wo bist du manchmal sehr in Mustern denkend, in Schubladen denkend, weil mir noch zu Ohren gekommen ist, so ein Partner, der geimpft ist, den kann ich nicht zum Vater meiner Kinder machen, weil dies, das und jenes wissenschaftlich belegt ist. Das sind alles Ketten im Kopf, die stelle ich mir unheimlich anstrengend vor. Normalerweise denkt eher ein Otto so. Welche Fußfesseln trägst du noch mit dir durchs Leben und wodurch machst du es dir hier und da unnötig schwer? Meistens legt man sich ja an die Kette, wenn noch irgendwelche Ängste existieren. Ich habe, war ich glaube ich 18. Hatte ich irgendwann mal so ein Gefühl von Luftnot, bin zum Arzt gegangen. Der hat mir dann auch ein Asthmaspray verschrieben und hat gesagt, hast du vorher Erdbeeren gegessen? Reagieren gerade ganz viele Menschen allergisch auf Erdbeeren. Vielleicht ist es ja eine allergische Reaktion. Ihr könnt es mir glauben, ich habe 20 Jahre lang auf Erdbeeren verzichtet, weil ich diesem Typen geglaubt habe. Da ist kein Test gewesen, das war damals noch nicht so modern. Ich habe 20 Jahre auf Erdbeeren verzichtet, weil die Erdbeeren waren ja der Auslöser für meine Luftnot. Nee, war es nicht. Das war einfach die Schilddrüse, die irgendwo ein bisschen auf die Luftröhre gedrückt hat. Mehr war es nicht. Immer aus der Angst heraus, Entscheidungen zu treffen und zu leben, das ist unglaublich anstrengend, das erschöpft. Deine Seele hat eine große Sehnsucht, auch in Richtung deines Gegenübers. Dann reich ihm immer wieder die Hand und macht gemeinsame Sache und sieh ihn nicht als deinen Gegner an. Und vor allen Dingen, vielleicht hast du auch eine wahnsinnige Sehnsucht nach deinem inneren Kind, wird nämlich ein lustigerer Bauke wahrscheinlich gewesen ist. Dann lass dieses innere Kind wieder an die Oberfläche und mach mit ihm gemeinsame Sache. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Otto. Mit diesen 50 Überschriften. Dankeschön. Hauptenergie, die Hoffnung. Und wer hilft ihm immer, die Hoffnung nicht zu verlieren? Im besten Fall du. Hier, oh, was ist das denn?
Hoffnung, dich nicht zu verlieren und ein Geschenk von dir zu bekommen. Er denkt über Nachrichten nach und dann haben wir hier die Ehestandskarte. Also der fühlt sich schon sehr, sehr, sehr mit dir verbunden, wünscht sich auch Kommunikation. Es kann sein, dass es ihn überkommt am Wochenende, dass er einfach denkt, so jetzt muss ich mit ihr reden, jetzt muss ich hier mal klar Schiff machen. Weil er sieht in eurer Verbindung das große Glück, auch wenn der Weg bisher schon lang war und vielleicht auch noch ein bisschen dauern könnte. Das ist, wie gesagt, individuell verschieden. Da kann man bei einem allgemeinen Reading nicht unbedingt eine Aussage drüber machen. Was sagen die Engel denn, was noch wichtig ist jetzt am Wochenende? Danke. Gedankenübertragung. Also achtet wirklich auf eure Gedanken. Das kann ich nur immer wieder sagen. Der hört das. Und wenn du denkst, ah, du bist ja so ein Blödmann, dann hört er das auch. Und wenn du denkst, ich glaube da nicht mehr dran, dann hört er das auch. Und dann wird er seine Hoffnung wahrscheinlich so langsam mit und mit nicht so schnell wieder zurückbekommen. Ich hülle dich in Licht. Ich nehme dich in mein Herz und ich genieße unsere Verbindung. Ja. Genuss genießen, das Leben genießen. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Ich wünsche euch, dass ihr jetzt erstmal euer Wochenende genießt, nach allen Regeln der Kunst. Tut Dinge, die euch gut tun. Vielleicht auch mal unüberlegt, ob es erlaubt ist oder nicht erlaubt. Ja, und ich würde sagen, wir hören uns am Montag wieder, wenn ihr möchtet. Lasst es euch bis dahin so richtig gut gehen. Danke für eure Unterstützung, für eure Zeit hier und bis dann.